Herr Bachmann, ich habe vor gut einem Jahr ein umfangreiches Buch über die Zukunft der Arbeit fertiggestellt. Da sah die Welt noch etwas anders aus. Es kam also, sagen wir mal, parallel mit dem russischen Angriffskrieg erschien dieses Buch über die Zukunft der Arbeit. Und das weckt natürlich den Sinn für das Nachdenken. In diesem Jahr ist viel passiert. Und meine Hoffnung in dem Gespräch an Sie ist, in die einen Gedanken, die alten Gedanken mit den neuen Gedanken konstruktiv zusammenzudenken. Und deswegen als erstes eine große Frage, aber mit der Bitte um eine nicht zu lange Antwort, weil wir haben ja ganz viel Zeit. Ja. Was glauben Sie, sind die größten Veränderungen, die in den kommenden Jahren auf die Arbeitswelt zukommen? Naja, also ich glaube, das sind die offensichtlichen, also bei uns vor allen Dingen Demografie. Das ist ganz klar. Es ist noch nicht klar, dass das zum Beispiel das unser Rentensystem oder bei uns meine ich jetzt Deutschland, das Rentensystem schon demografiefest ist. Das hat mit der Arbeitsgesellschaft ja offensichtlich zu tun, jedenfalls so, wie wir es ausgestaltet haben, im Sinne eines umlagefinanzierten Systems. Das ist sicher in Deutschland die eine große Frage. Die andere große Frage in Deutschland ist die Frage der Migration. Da gibt es ja durchaus überraschende Befunde, auch jetzt schon. Sie sind vermutlich noch, die meisten im Hörsaal sind noch zu jung, sich daran zu erinnern. Aber als ich so ja, in Ihrem Alter war, in diesen Hörsälen gesessen hatte, da war schon so, die Deutschen sterben aus. Da hieß es immer, wir gehen von 80 auf 60 Millionen zurück. Und das, so hat man dann auch öffentliche Politik gemacht. Man hat nicht mehr in Schulen investiert, man hat nicht mehr in öffentliche Infrastruktur investiert. Auch bewusst dann und gerade unter der Schröder-Regierung, weil man geglaubt hat, die Deutschen werden tatsächlich weniger. Und unter anderem, was die Krisen, und das hängt jetzt mit den Krisen zusammen, unter anderem, weil wir eben diese Krisen gesehen haben, ist nichts davon wahr geworden. Und zwar nicht, weil die Deutschen mehr Kinder bekommen haben, sondern hauptsächlich wegen der Immigration. Zum Teil sehr viel aus auch Europa, europäische Binnenmigration, aber eben auch außerhalb Europas. Und insofern muss man da sehr vorsichtig sein. Die Frage ist, geht das weiter? Werden die Deutschen das weiter erlauben? Gibt es da vielleicht doch noch irgendwann populistische Rückschläge? Ist das überhaupt richtig? Gerade wenn man an Afrika denkt zum Beispiel, will man da den Brain Drain überhaupt haben? Das sind also Fragen, die ganz wichtig sind. Also Migration, wie gesagt. Und das große Megathema ist natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz, die unsere aller Arbeitswelt in irgendeiner Form verändern wird. Und da ist eben die große offene Frage, und über die kommen wir öffentlich auch sprechen, ist die künstliche Intelligenz eine Technologie, die eben gerade nicht so ist wie bisherige, die meisten technologischen Fortschritte oder technologischen Erfindungen, nämlich dass sie eben im Gesamten Arbeit nicht einspart. Ja, bisher haben wir die Erfindungen gemacht, die Arbeit verändert haben, massiv verändert haben, aber insgesamt gesamtwirtschaftlich das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen nicht nennenswert eingespart hat. Ist die künstliche Intelligenz von anderer Natur? Wenn man sie laufen lässt, kann man sie so regulieren, dass sie so ist wie die bisherigen Technologien? Das sind die großen Fragen, auf die wir auch noch keine Antwort haben, wissenschaftlicher Sicht. Ja, aber die finde ich natürlich spannend und über die würde ich gerne mit Ihnen nachdenken, weil mit der Frage beschäftige ich mich seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren erschien das Buch The Second Machine Age, ja, ein internationaler Bestseller von Brynolfsson und McAfee. In diesem Buch wurde die Aussicht auf die künstliche Intelligenz als Beginn einer neuen Menschheitsepoche dargestellt, eines zweiten Maschinenzeitalters nach dem ersten Maschinenzeitalter, das mit der Verbesserung der Dampfmaschine durch James Watt begonnen hätte. Und nachdem man jetzt sozusagen das Zeitalter hinter sich gelassen hat, in dem in erster Linie Leistungen der menschlichen Hand ersetzt wurden, kommt jetzt das Zeitalter, in dem in erster Linie Leistungen des menschlichen Gehirns durch Maschinen ersetzt werden können. Und das sei eine fundamentale Revolution aller Arbeitsgesellschaften. Parallel dazu erschien die wahrscheinlich meistzitierte ökonomische Studie, Sie können mich gern verbessern, wenn es falsch ist, der letzten 10 Jahre, die berühmte Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit.
von Osborne und Frey. Und das Interessante daran war, dass sie hingegangen sind, sie haben sich den US-amerikanischen Arbeitsmarkt angeschaut, haben 701 gelistete Berufe gefunden, haben die zu Kompetenzclustern zusammengesetzt und haben dann die Experten der Welt eingeladen nach Oxford, um zu sagen, was davon kann in 20 Jahren eine Maschine besser erledigen als ein Mensch. Das Ergebnis war dann, dass man versucht hat rauszukriegen, wie hoch sind die Wegrationalisierungswahrscheinlichkeiten dieser Berufe durch Technik. Und man kam für den amerikanischen Arbeitsmarkt zu dem Ergebnis, dass 49% der im Jahre 2012 bestehenden Arbeitsverhältnisse eine hohe bis sehr hohe Wegrationalisierungswahrscheinlichkeit durch Zukunftstechnologien haben, also durch Automatisierung. Es gab dann Untersuchungen, die von anderen Leuten gemacht wurden, nach gleicher Methode für Europa. Da war die Zahl knapp über 50%. Dann kamen anschließend Untersuchungen für Schwellenländer. Da kamen dann Werte bei China und Indien von bis über 70% raus, bei Äthiopien 80%. Die Presse machte aus alledem, innerhalb von 20 Jahren fällt jeder zweite Job weg. Und die Erwartung, die dann damit verbunden wurde, war die einer Massenarbeitslosigkeit. Ich erinnere mich sehr gut, 2013 war das Aufregungsthema beim World Economic Forum in Davos. Und anschließend überboten sich die Unternehmensberatungsfirmen damit mit immer größeren Szenarien, was denn alles theoretisch an menschlicher Arbeit durch Maschinen eingespart werden kann. Nun ist die halbe Strecke vorbei. Und die Gesellschaften des Westens klagen nicht nur über Fachkräftemangel, sondern viel allgemeiner über Arbeitskräftemangel. Also über das exakte Gegenteil dessen, was man im Zuge der Oxford-Studie befürchtet hatte. Jetzt die Frage an den Experten. Liegt die Oxford-Studie dermaßen falsch? Oder haben wir eine falsche Vorstellung, wenn wir glauben, nach 10 Jahren müsste die Hälfte der Entwicklung erreicht sein? Also kann es nicht theoretisch sein, dass viele Dinge, die jetzt entwickelt sind und die technisch möglich sind, einen ziemlich langen Zeitraum brauchen, bis sie so erfolgreich implementiert sind, dass sie tatsächlich menschliche Arbeitsleistung ersetzen. Da hätte ich gerne von Ihnen eine Einschätzung. Also ich denke, man muss verschiedene Sachen sortieren. Vielleicht fange ich mal mit der letzten Frage als erstes an. Also das ist das sogenannte, was da letztlich angesprochen wird, ist das S-Kurvenmodell von Implementation von neuen Erfindungen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir oft sehen, dass es sehr lange dauert, dass es die Implementation sehr flach ist und dann wird es eben so eine S-Kurve, dann wird es auf einmal sehr steil und dann, wenn die fast jeder implementiert hat, dann wird es wieder flach. Also das ist durchaus, was wir sehen von allen möglichen Erfindungen. Das geht schon zurück, das sieht man bei Saatgut, neuen Saatgütern, sieht man das, also das von, das ist sozusagen kein menschliches Gesetz, ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir sehen, dass das ist eine anthropologische Konstante oder technokratische Konstante. Das ist mal der erste Punkt. Also das ist möglich, okay? Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass wir jetzt eben, und wir haben hier eben langfristige Trends, die sich eben mit Schwankungen und Krisen überlagern. Und wir hatten jetzt eben sehr spezielle Krisen. Mit vor allen Dingen mit Corona, zum Teil aber auch mit der Ukraine-Krise. Man muss sich vorstellen, was in Corona passiert ist. Also wir saßen, ich erinnere mich noch, im Frühjahr 2020 habe ich so einen Podcast gemacht mit einem Kollegen und wir haben damals gerätselt, was war das überhaupt für ein Schock? Wir haben das sozusagen probiert in unsere Standardtermini, in unsere Denke. War das ein Angebotsschock? War das ein Nachfrageschock? Aber wirklich, Corona war was ganz Eigenes und im Nachhinein dann doch vielleicht eher, wenn man schon diese Labels aufkleben will, dann war es vielleicht eher ein Angebotsschock. Aber das haben wir erst viel später verstanden. Also Corona ist schon ein sehr spezieller Schock auch gewesen und natürlich ein massiver Schock, weil er wirklich weltweit passiert ist. Und der Schock ist, der hat immer noch Nachwirkungen. Also wir sehen das zum Beispiel am amerikanischen Arbeitsmarkt, die sogenannte Great Resignation. Und was man sieht ist, dass während der Corona-Zeit die Teilnahme am Arbeitsmarkt, also die Prozentzahl der Gesamtbevölkerung, die am Arbeitsmarkt teilnehmen möchte oder teilnimmt, also im Grunde genommen die Beschäftigten plus die Arbeit suchen, die ist massiv nach unten gegangen. Und die hat sich nur ganz leicht erholt durch die
Biden- und Trump-Pakete. Wir haben eine sehr starke Konjunkturpolitik gehabt. Also traditionelle Konjunkturpolitik hat es nicht geschafft, sozusagen das wieder nach oben zu bekommen. Und wir wissen, wir verstehen inzwischen, also natürlich sind da auch tatsächlich Leute gestorben, aber der Effekt ist relativ klein. Vor allen Dingen, weil die Todeszahlen natürlich konzentriert waren bei Leuten, die nicht mehr unbedingt im Arbeitsmarkt sind. Der größte Effekt ist tatsächlich, wenn man den Daten glauben darf, tatsächlich Frühverrentung. Also Leute, und in den USA bedeutet das eine freiwillige Entscheidung, da entscheidet man ja, ob man in Rente geht. Und da haben Aktienmärkte, die ja während der Corona-Krise ganz gut gelaufen sind, eine Rolle gespielt. Also die Leute hatten zum Teil einfach einen guten, sagen wir, ihr Portfolio hat sich gut entwickelt gehabt und haben sich entschieden, soll ich mir das Arbeitsleid noch weiter antun, zusammen mit, ich glaube, was da eben passiert ist bei vielen, sozusagen eine Reevaluation von Lebensmodellen, wo man einfach gesagt hat, ich habe jetzt mein Leben lang gearbeitet, ich bin jetzt hier vielleicht auch knapp noch einer Infektion, vielleicht sogar dem Tod entgangen, vielleicht möchte ich lieber was anderes machen, und die konnten sich es dann auch leisten. Das heißt, man hat, also Corona hat wirklich eine profunde Auswirkung, zumindest auf den amerikanischen Arbeitsmarkt gehabt, der sich bisher nicht verbessert hat und der immer noch sozusagen diesen Fachkräftemangel oder diesen Arbeitskräftemangel eben nach sich zieht. Und ein anderer Effekt war gerade für die USA, ich könnte mir aber auch vorstellen für Europa, dass die hohen Zahlen der Migration, die den Arbeitsmarkt immer wieder sozusagen Arbeitskräfte, vor allen Dingen auch im unteren Beschäftigungsbereich, also was die Fähigkeiten, die Skill-Intensität anbelangt, immer wieder neue Arbeitskräfte zugespült haben, die ist natürlich auch in Corona zu einem Stillstand gekommen. Und zumindest in den USA, Sie kennen vielleicht die Bilder von der Grenze, auch Biden verfolgt eine massive oder eine sehr harte Anti-Immigrationspolitik. Das hat sich ja nicht wirklich geändert gegenüber der Trump-Administration. Das heißt, auch daher kommt im amerikanischen Arbeitsmarkt überhaupt kein sozusagen neues Arbeitsangebot. Ich vermute, es ist in Europa ähnlich, dass auch da die Migrationsflüsse nach unten gegangen sind, sicher auch die Binnenmigration. Und deswegen sehen wir halt auch sozusagen im gesamten Spektrum eine Verknappung des Arbeitsangebots. Das ist aber ein Krisenphänomen. Und der dritte Punkt, und darüber müssen wir dann tatsächlich ausführlicher diskutieren, ist diese Studie sozusagen tatsächlich für die lange Frist, macht das Sinn, was da gemacht worden ist? Oder nicht? So, jetzt kann ich mal eine Pause machen oder ich kann gleich weitermachen. Naja, also ich könnte ja mal so fundamentale Kritik an der Oxford-Studie kurz benennen und Sie können sagen, ob Sie die teilen oder nicht teilen. Weil die Oxford-Studie ist in keinem Land, soweit ich das sehe, so stark angefeindet worden wie von deutschen Ökonomen. Das ist tatsächlich der Fall. Also es gab eine ganze Reihe, es sind ungefähr 14 größere Untersuchungen gewesen in Deutschland, die zu einem anderen Ergebnis kamen, insbesondere natürlich für den deutschen Arbeitsmarkt. Und wobei man eines sagen muss, die Oxford-Studie behauptet nicht, 49% der Leute verlieren ihren Job. Das ist nicht die Behauptung. Sondern innerhalb von 20 Jahren werden 49% der vorher bestehenden Arbeitsverhältnisse nicht mehr existieren. Heißt ja nicht, dass nicht neue Arbeitsverhältnisse entstehen. Das wird überhaupt nicht bestritten von den Autoren. Und da muss man übrigens sagen, das war schon immer so. Es ist erstaunlich, ja, wie stark die Veränderung von Arbeit in einem Zeitraum von 20 Jahren immer schon gewesen ist. Wir müssten also schon für frühere Zeiträume sagen, dass dann vielleicht 20% oder so ausgewechselt worden sind. Gibt keine Schriftsetzer mehr zum Beispiel und so. Ne? Also dass sich auch sehr, sehr viel ohnehin ändert. Das ist das eine. Und das zweite ist, wie viele der Menschen, die... Und sich übrigens auch aus guten Gründen ändert, also gerade das demografische Problem. Also man kann zeigen, also das ist empirisch belegt, dass gerade Industrien, zum Beispiel in Amerika auch gibt es eine Studie, dass Industrien mit einem relativ hohen Altersquotienten, also viele alte Arbeitnehmer, die bald in Rente, dass wir da eine besondere Automationstendenz, jetzt muss gar nicht AI sein, aber eine besondere Automationstendenz sehen. Das heißt, aus demografischen Gründen kann es, wenn man eben Immigration nicht zulässt oder nicht in dem Maße zulassen will, kann es ja allein schon nötig sein, dass man das macht. Also das wissen wir auch. Genau. Dann kann man auch sagen, berufliche Weiterbildung und Umschulung. Umschulung ist, wenn man es ganz ernst nimmt, nicht so eine riesen Erfolgsnummer gewesen, auch in Deutschland nicht, aber berufliche Weiterbildung war eine riesige Erfolgsgeschichte. Das heißt also, durch Weiterqualifizierung an höhere Arbeiten herangeführt werden.
Dagegen kontern die Amerikaner, und da gibt es auch berühmte Untersuchungen zu, dass man sagt, okay, wir haben eigentlich, seit wir Technik haben, einen Wettlauf zwischen Mensch und Maschine. Ja, wir versuchen sozusagen, die Menschen immer wieder auf den neuen Stand der Technik zu bringen. Und bisher ging das immer ganz gut. Aber irgendwann wird das, die Technik ja immer anspruchsvoller, anspruchsvoller und anspruchsvoller, wenn wir hier von künstlicher Intelligenz sprechen zum Beispiel. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Massenweiterbildung in diese Bereiche gar nicht mehr möglich ist. Und dann verliert der Mensch diesen Wettlauf zwischen Mensch und Maschine. Und das wird dann bedeuten, dass wir nicht mehr in dem gleichen Umfang Menschen beschäftigen können. Das ist eine relativ heiß diskutierte These, auch gerade in den USA. Und da würde ich sagen, halten Sie das für schlüssig oder für denkbar? Oder denken Sie, nein, wir werden mit Weiterbildung unendlich uns an den technischen Fortschritt anpassen können? Ich glaube, das wissen wir noch nicht. Es gibt einfach, wie gesagt, mehrere Effekte da. Es gibt einerseits das, was man auf Englisch den Displacement-Effekt nennt. Das ist eben genau diese Sache, dass die AI oder irgendeine Automation kann das eben besser als ein menschlicher Akteur, und dann würde eben ersetzt werden. So, aber und genau das und das muss man sich aber klar machen, was das bedeutet. Technische Ersetzung bedeutet erstmal noch nicht ökonomische Ersetzung, denn es wird natürlich dann durch ökonomische Mechanismen in der Marktwirtschaft werden entsprechende Preise sich anpassen. Ja, das heißt, was sein kann, es kann zunächst einmal ist, dass Löhne von bestimmten Tätigkeiten, insbesondere Tätigkeiten, die einfach sind, die routiniert sind, dass solche relativen Löhne sinken werden. Und das haben wir schon gesehen, das wissen wir. Automation hilft oder schadet den Löhnen derjenigen mit wenig Qualifikation. Umgekehrt hat das aber auch, das muss man eben auch sagen, hat die Löhne erhöht für Leute. Es gibt also auch sozusagen Automation kann bestimmte Tätigkeiten ein Substitut darstellen. Dafür gibt es dann Lohnreduktionen für diese Arten von Gruppen. Es kann aber auch ein Komplement darstellen für andere Tätigkeiten, die dann eher eine Lohnerhöhung sehen werden. So, dann haben wir zunächst mal noch nicht unbedingt ein Arbeitslosigkeitsproblem, jedenfalls dann, wenn man die Löhne nach unten flexibel lässt, sondern wir haben zunächst mal dann möglicherweise ein Verteilungsproblem und ein Einkommensproblem, soziale Probleme, die man dann entsprechend über einen Sozialstaat zunächst mal lösen wird. Und die Frage ist, wenn das der Fall ist, oder kann es so weit gehen, dass nicht nur, dass es eine ökonomische Überflüssigmachung menschlicher Arbeit gibt, die eben dann besteht, wenn die Reallöhne für einen großen Teil der Bevölkerung, nicht zu sagen für den allergrößten Teil, quasi auf Subsistenzniveau kommt, also wo man dann sozusagen oder auf ein Niveau kommt, das gesellschaftlich zu dann Unruhen führen würde, dass man also sicher das Subsistenzniveau, das biologische Subsistenzniveau wäre die absolute Untergrenze. Vermutlich liegt das Niveau natürlich höher aufgrund von sozialen Überlegungen. Das wissen wir noch nicht, ob das so ist, denn theoretisch gibt es eben zwei andere Effekte. Und dann komme ich auf die Empirie zu sprechen. Die anderen Effekte sind eben, es gibt einerseits den Displacement-Effekt, das ist der negative Effekt auf Arbeit, auf Löhne und Beschäftigung. Dann gibt es aber, was man den Reinstatement-Effekt nennt. Das ist ein Effekt, wo eben Automation, KI dafür sorgt, dass zunächst mal ganz neue Tätigkeiten erschlossen werden, die man vorher überhaupt nicht gekannt hat. Das war auch immer ein Effekt bei bisherigen Automationsprozessen. Wenn man sich anguckt, David Orta hat das mal gemacht, wenn man sich anguckt, was die Berufe sozusagen 1990, da hat sich auch diese Berufsklassifikation 1990 oder irgendwann in den 90er Jahren angeguckt und hat die dann mit den Berufsklassifikationen von 1960 verglichen. Und dann sieht man, dass ein Großteil dieser Berufe, die gab es 1960 überhaupt noch nicht. Also es wurden ganz neue Berufsfelder, ganz neue Beschäftigungsfelder geschaffen. Das ist ein Reinstatement-Effekt. Ja? Und das ist der eine Effekt. Und der andere Effekt ist ein Produktivitäts- oder ein Marktgrößeneffekt, was Automation und technischer Fortschritt eben auch bedeutet hat, dass man größere Märkte bedienen kann, auch größere Auslandsmärkte bedienen kann. Und solange da keine Sättigung gibt, und das ist dann vielleicht irgendwann wieder das Problem, dass es vielleicht irgendwann mehr in eine Situation kommt, wo Leute einfach nichts mehr produziert haben wollen. Auf der anderen Seite
gibt es halt auch nach wie vor gerade im Dienstleistungsbereich ja Dinge, die wir nicht, immer noch nicht gut machen. Wir könnten uns wünschen, dass wir viel mehr Lehrer haben, viel mehr Pflegekräfte haben, etc. Also auch das. Und wenn man aber dann sozusagen, was die physischen Güter angeht, mit diesen Dingen einfach größere Märkte erreichen kann, dann gibt es eben einen positiven Effekt auf Arbeit und Beschäftigung. Das sind die theoretischen Effekte. Was die Empirie angeht, war man erst, da gibt es sozusagen zwei Generationen von Studien, jedenfalls in der Wirtschaftswissenschaft. Die erste Generation der Studien, würde ich sagen, war in der Tat negativ. Mit anderen Worten, der Displacement-Effekt hat die positiven Effekte, den Reinstatement-Effekt und den Marktgrößeneffekt überwiegt. Und das hat man an Roboteradaptionen, hat man das in den USA untersucht, in der Tat. Und da kommt man eben auf das Ergebnis da, in den Industrien, in denen besonders stark mit Robotik automatisiert wurde, sind die Löhne, die Beschäftigung tatsächlich am stärksten gesunken. Das sind die Untersuchungen von Acemoglu zum Beispiel. Ne? Das sind die erste Generation von Acemoglu, genau. Allerdings wurden diese Studien wieder kritisiert, weil die nämlich nur auf relativ stark aggregierte Daten, auf die Regionaldaten schauen. Und was man jetzt, die neueste Generation von Studien, ist, man schaut sich auf Firmendaten direkt an. Und das konnten wir früher nicht, weil wir diese Daten nicht hatten. Und da sieht es besser aus. Da gibt es inzwischen Studien von Aguillon aus Frankreich, der sozusagen diese zwei Methodiken in Frankreich vergleicht. Einerseits diese Regionaldatenmethode, andererseits die Firmendatenmethode. Und er kommt sozusagen genau zu dem gleichen Ergebnis. Er repliziert das negative Ergebnis für die Regionaldaten, findet aber ein positives Ergebnis, eher Beschäftigungserhöhung, eher Lohnerhöhung direkt auf der Firmenebene. Und eine ganz neue Studie jetzt tatsächlich, man hat die Surveys einfach erst angepasst in den letzten Jahren. Aus 2019 hat man in den USA die USA machen immer alle paar Jahre einen großen Zensus ihrer Firmen, wo wirklich jede Firma im Grunde genommen Fragebögen beantworten muss. Und da hat man das erste Mal genau nach deren Einschätzung gefragt. Und auch da sehen wir eher, also wir sehen, was man so erwarten würde, dass besonders große Firmen automatisieren, besonders junge Firmen automatisieren, dass sich aber eben andererseits auch Firmen im Markt halten, die sozusagen die andere Technologie, die eher arbeitsintensive Technologie wählen, und dass es insgesamt die Beschäftigungseffekte tatsächlich neutral sind. Also was wir an empirischer Evidenz bisher gesehen haben, und fairerweise muss man sagen, wir stehen erst am Anfang der Entwicklung, es kann sein, dass man noch nicht oder da nicht zu sehr extrapolieren sollte, aber was wir an empirischer Evidenz bisher sehen, ist es tatsächlich eher wieder sozusagen, da gab es wie gesagt Moden oder Umschwünge auch in den Wirtschaftswissenschaften, ist zurzeit der Konsensus eher, dass die Beschäftigungseffekte neutral, vielleicht sogar leicht positiv sein werden. Letzter Punkt, das heißt übrigens nicht, und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den auch Acemoglu dankenswerterweise macht, dass man AI zum Beispiel, die Einführung von AI, also das ist jetzt sozusagen, diese Ergebnisse sind jetzt im Grunde genommen Ergebnisse des Laissez-faire, so wie die Wirtschaft halt das einfach macht. Wie gesagt, bisher leicht positiv, muss nicht so anhalten. Aber auch aus theoretischen Gründen, sagt Acemoglu, das ist ja nicht Gott gegeben. Wir haben ja politische Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und es gibt auch theoretisch gute Gründe, warum man möglicherweise AI regulieren sollte. Und sollte es dann zum Beispiel zur Dominanz des Displacement-Effekts kommen, dass man dann nochmal neu zum Beispiel über Steuersysteme und so weiter nachdenken muss. Das heißt, das ist ja nicht eine Entwicklung, die wir einfach so hinnehmen müssen, sondern die wir ja politisch steuern können. Und da gibt es gute Gründe, über die wir auch gerne reden können, warum zu viel automatisiert wird, und zwar nicht nur aus Verteilungsgründen, sondern warum selbst Automatisierung selber ineffizient sein kann. Zu viel. Da würde ich auch sehr gerne mit Ihnen drüber reden. Ich möchte aber jetzt vielleicht auch, um den einen oder anderen im Publikum zu entlasten, aber auch, weil es mich selbst interessiert, Ihnen eine philosophische Frage stellen. Ich habe sehr genau darauf geachtet, wie Sie die Begriffe gut und schlecht eingesetzt haben. Und dem entnehme ich, dass Sie meinen, möglichst viel Beschäftigung ist gut und wenig Beschäftigung ist schlecht.
Das weckt bei dem Philosophen den Sinn für das Nachdenken. Ich denke immer, seit wir den Faustkeil erfunden haben, ja, möchten wir eigentlich in einen Zustand kommen, wo wir nicht mehr so viel arbeiten müssen. Und wenn ich mir den Fortschritt der Menschheit angucke, wenn ich überlege, zu Anfang der ersten industriellen Revolution, wo in den Fabriken bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet wurde, oder die unglaublich harte, brutale, menschenverachtende Feldarbeit, ja, wo die Leute sich totgearbeitet haben und mit 35 oder 40 alle Knochen und alle Muskeln kaputt waren, dann ist ja durch die technische Entwicklung möglich geworden, dass die Leute heute im Vergleich zu früheren Zeiten deutlich weniger arbeiten als bisher. Und müsste dann nicht das Versprechen des zweiten Maschinenzeitalters, des neuen Technologiesprungs darin liegen, dass wir weniger arbeiten? Und eigentlich müsste man doch sagen, der Zustand, dass die Menschen gezwungen sind, also nicht mehr gezwungen sind, so viel arbeiten zu müssen, weil Maschinen eine ungeheure Produktivität haben, ein wahnsinnig positiver Zustand sind. Also wir müssten genau umgekehrt denken. Wir müssen nicht immer sagen, oh, wie schaffen wir das, möglichst viel Arbeit zu enthalten, sondern wir müssen sagen, ist doch super. Wenn die Produktivität mit weniger Arbeit steigt, müssen die Leute weniger arbeiten, haben mehr Zeit für ihr Leben, können das selbstbestimmter leben und so weiter. Das ist doch ein Fortschritt. Definitiv. Und ich meine, die Standard sozusagen Theorie, der Arbeitsangebotstheorie ist tatsächlich so, dass es ein Arbeitsleid gibt, ja, und dass Leute eigentlich Freizeit bevorzugen und dass Leute entschädigt werden müssen, um zu arbeiten, durch eben eine entsprechende Bezahlung. So, da, insofern ist die neoklassische Arbeits-, die ganz Standard, banale Erstsemester neoklassische Arbeitsangebotstheorie hat im Grunde genommen diesen Flavor des Ganzen. Insofern habe ich tatsächlich mit den Worten gut oder schlecht tatsächlich so normative Geschmäcker und Konnotationen schon reingebracht, die ich vielleicht nicht hätte reinbringen sollen, das ist ganz richtig. Aber ich habe es tatsächlich zunächst mal erstmal analytisch gemeint, was sind die theoretischen Effekte, was sind die, was wissen wir empirisch. Das ist sicher richtig. Es ist allerdings so, wenn man sich das anguckt, wir denken immer, wir arbeiten so viel weniger. Das stimmt aber auch nur bedingt. Jedenfalls die letzten 100 Jahre, also das stimmt, wenn man sich das 19. Jahrhundert anguckt, aber wenn man sich die Daten, und wir haben inzwischen ganz gute, auch wieder in den USA, Deutschland, erst später, haben wir ganz gute sogenannte Time-Use-Daten, also Datensätze, Umfragen, die eben rausfinden, was verbringen Menschen so ihren ganzen Tag? Da werden also detaillierte Tagebücher dann geschrieben. Und wenn man sich das sehr genau anguckt, dann findet man eigentlich, dass zumindest der typische, also was stimmt ist, dass die gesamtwirtschaftliche Stundenzahl nach unten gegangen ist, also die gesamtwirtschaftliche durchschnittliche Wochenzahl pro Arbeitnehmer oder pro Bevölkerung, die ist in der Tat massiv nach unten gegangen. Aber wenn man sich sozusagen den sogenannten typischen, in Amerika nennt man das den Prime-Age-Worker anguckt, also denjenigen zwischen 25 und 55, die arbeiten im Grunde genauso viel, haben ungefähr genauso viel Freizeit und machen genauso viel Home-Production, also kochen zu Hause. Ja, das wird dann nicht als Freizeit gezählt, sondern es wird als Güterproduktion zu Hause gezählt. Die Einteilung ist in etwa im Aggregat gleich geblieben. Wir haben Verschiebungen. Frauen sind deutlich weniger in der Home Production tätig und Männer jetzt mehr als früher. Solche Sachen sehen wir. Aber was die sozusagen die typische zwischen 25 und 55 arbeiten wir ungefähr genauso viel wie vor 100 Jahren tatsächlich. Ganz wenig, nur ein, zwei Stunden pro Woche weniger, aber es ist nicht groß. Woher die Zahl kommt, dass wir im Aggregat deutlich weniger arbeiten, das ist hauptsächlich dadurch getrieben, dass wir deutlich länger in Bildungsinstitutionen verbringen, also durchgetrieben im Grunde genommen durch Sie, durch Ihr Alter. Es gehen Leute eben viel länger in die Schule, aber das ist typischerweise keine Freizeit. Also ich weiß nicht, vielleicht, die werden natürlich auch Party machen, aber typischerweise sehen wir das nicht als reine Freizeit, sondern eben als Bildung. Und daher kommt zumindest in den USA, für Deutschland weiß ich nicht, ob wir so lange Daten haben, für die USA ist es ziemlich klar, dass daher im Grunde genommen, das ist die große Substitution, die stattgefunden hat, die nicht unbedingt in Freizeit gegangen ist. Natürlich ist die Arbeit einfacher geworden, insofern, das ist schon klar. Also, um es jetzt aber nochmal analytisch zu nehmen,
ob AI dazu führt, dass wir komplett sozusagen uns ersetzen können und mehr Freizeit haben werden können. Das, glaube ich, ist zum Teil auch eine politische Frage. Es gibt jedenfalls Effekte, die sozusagen gegen den positiven Effekt von mehr Freizeit sprechen. Ja, also oder die dazu führen, dass AI einfach zu viel etabliert wird. Ja, also und zwar, das hängt mit Verzerrungen im Arbeitsmarkt zusammen. Wenn man zum Beispiel sowas wie Mindestlöhne hat, dann kann es sein, dass sozusagen dass deshalb so viel automatisiert wird, weil es eben diesen Mindestlohn gibt. Ich will hier gar nicht gegen den Mindestlohn sprechen. Der Mindestlohn hat andere Gründe, warum man den vielleicht haben will. Aber wenn man sowas wie Mindestlöhne hat, dann kann es passieren, dass zu viel automatisiert wird. Und zwar ineffizient viel automatisiert wird, was einem Planer, der eben nicht auf diesen Marktmechanismus schaut, eben gar nicht erlauben würde, diese Art. Und dann gibt es eben Effekte von Arbeit, die mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben, also psychologische Effekte, die möglicherweise zur Familienkohäsion beitragen und so weiter und so fort, die einen gewissen Sinn von bürgerschaftlichem Engagement fördern. Und das wissen wir, ich glaube, da wissen wir noch viel zu wenig drüber, welche Rolle die spielen gegenüber der reinen Freizeit. Also insofern, ich glaube, die Jury ist einfach da noch nicht, die Messe ist noch nicht gelesen. Haben wir nicht auch ein Problem, das darin liegt, dass es gar nicht so einfach zu sagen ist, was Arbeit ist? Als Sie gerade von Arbeit sprachen und sagen, naja, so viel weniger ist die Arbeit ja nicht geworden, weil die Leute heute mehr Homeworking machen und damit meinen sie Tätigkeiten wie Kochen. Nee, Schule. Okay. Die Schule aber, gehen, die Leute. Aber wir kommen sozusagen in eine ziemlich große Schwierigkeit. Ich habe mal versucht rauszukriegen, was Arbeit ist und fand es schwierig. Also ich stelle Ihnen jetzt mal so 3-4 Fragen, die mir helfen sollen, zu verstehen, was Arbeit ist. Einfach mit einer kurzen Antwort. Am liebsten mit Ja und Nein. Okay. Ist Betteln Arbeit? Nein. Arbeitet die Mafia? Ja. Arbeite ich? Ja. Eindeutig, das ist eine eindeutige Frage. Das ist eine eindeutige Frage. Würde ich auch eindeutige arbeiten, Frage. Wenn ich mit der gleichen Tätigkeit kein Geld verdienen würde? Das weiß ich nicht. Sie würden zugeben, dass der Arbeitsbegriff kompliziert ist. Der ist kompliziert, ja. Jetzt könnte ich eine historische Herleitung machen, die einer der Gründe ist, warum er so schwer ist. Also die Ökonomen brauchen ja feste Begriffe, aber mit Arbeit und Definition gar nicht leicht. Und ich denke, das liegt daran, dass wir im Deutschen mit dem Wort Arbeit zwei Bedeutungen unter einen Begriff zwingen, die nicht zusammengehören. Also die auch historisch immer getrennt waren. Ich fange mal ganz vorne an, nicht um eine lange Vorlesung zu halten, sondern einfach um das an der Wurzel anzufangen. Wir finden kein Äquivalent zum Arbeitsbegriff unserer Gesellschaften im alten Griechenland. Und das finden wir deswegen nicht, weil der freie griechische Mann natürlich dadurch definiert war, dass er nicht gearbeitet hat, sondern Pronos war das, was die Sklaven machten, was die Frauen machten und was die Ausländer machten. Und das war ein absoluter Negativbegriff. Und das, was Pronos ist, wird bei den Römern laborare. Also Labor, ja, Labor, das ist eigentlich die Vorstellung, das heißt übersetzt Mühsal und Plackerei. Das Gleiche finden wir dann wieder im mittelhochdeutschen Wort Arbeit. Das Wort Arbeit, das bezeichnet, ist ein absoluter Negativbegriff. Ja, das ist Schinderei, das ist was ganz, ganz Übles, negativ besetzt. Und genauso in anderen Sprachen. Travai oder Trabajo, ja, die kommen also vom lateinischen Tripalium, das ist der Flug, an dem der Ochse geht. Und gleichzeitig als Folzer- und Marterinstrument eingesetzt. Also alles negativ. Und parallel dazu prägt sich ein Begriff aus, schon in der Handwerkerschaft des alten Griechenlandes, bei den Römern heißt das dann Fackere. Ja, machen, tun und geht dann über in das Werken, ja, wo der Begriff Work herkommt. Und das ist nicht die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen in der Feldarbeit oder in der Hausarbeit, sondern das ist etwas machen, worauf man stolz ist, etwas herstellen und so weiter. Und das sind ja zwei verschiedene Tätigkeiten. Also eine Tätigkeit, in der ich drin vorkomme und das Gefühl habe, etwas von Wert zu machen. Oder das andere, all der Scheiß, der erledigt werden muss und zu dem keiner Bock hat. Beides zusammen wird bei uns durch den Begriff Arbeit vermengt und das macht den Begriff Arbeit merkwürdig.
Ja, weil wir auf der einen Seite leiden wir die Last der Arbeit und so weiter und auf der anderen Seite wollen wir sagen, Arbeit adelt, ja, oder Arbeit ist Selbstverwirklichung. Und das ist natürlich sehr kompliziert, ja, weil die Tätigkeit einer Klofrau ist eher nicht Selbstverwirklichung. Das, was wir hier beide machen, ist bezahlte Selbstverwirklichung und alles fällt unter diesen Begriff Arbeit. Und das ist vielleicht der Grund, dass wir häufig, wenn wir über Arbeit reden, nicht so richtig wissen, worüber reden wir hier eigentlich. Jetzt braucht der Ökonom aber feste Begriffe, die er irgendwo definiert. Gibt es eine ökonomische Definition von Arbeit, die dieser Problemlage, die ich gerade skizziert habe, überhaupt angemessen ist? Vermutlich nicht. Im Sinne von, dass Ökonomen tendieren dann doch dazu, wenn sie messen müssen, also zumindest so machen wir das in den tatsächlich in den Time-Use-Surveys, in den Time-Use-Studien, dass wir als Arbeit eben die Marktarbeit, also Lohnarbeit im Grunde genommen definieren und die wird dann eben gezählt. Aber Sie haben natürlich völlig recht, die Entscheidung liegt sozusagen ein bisschen quer zu der Unterscheidung zwischen Laborare und Fackere, weil es natürlich so ist, dass ja, wir beide zum Beispiel zwar einerseits bezahlt werden für unsere Tätigkeiten, aber dadurch natürlich entsprechend enorme, Ökonomen würden das dann eben als externe Effekte, als positive Effekte, in dem Sinne sogar vielleicht eher interne Effekte bezeichnen, dass ich eben sozusagen zusätzliche Dinge bekomme in meinem Job, die mit der reinen Arbeit, mit der physischen Arbeit nichts zu tun haben. Und dann gibt's eben den Bereich der Nichtmarkt, oder des Verbringens von Zeit, die nicht in der Marktarbeit besteht. Und da finden wir, glaube ich, dann tatsächlich eher so die Unterscheidung. Da versucht man dann tatsächlich als reine Freizeit das zu klassifizieren, was einen hohen intrinsischen Nutzen hat. Da muss man dann irgendwann mal natürlich eine pragmatische, sagen wir mal, Schwelle treffen, was man da genau erzählt. Aber da ist dann tatsächlich die Hauptunterscheidung tatsächlich Home Production, also wo man dann auch zu Hause arbeiten muss. Auch da würden viele eher sagen, aber das Kochen macht mir ja auch Spaß, aber da gibt es dann klar Dinge wie sauber machen und so, die vielleicht wirklich eher in dem Bereich Laborare sind. Das ist dann klar, dass man das in den Bereich Home Production arbeitet. Und dann wird es sozusagen, gibt es dann ein Kontinuum, da gibt es dann reine Freizeit, was weiß ich, auf dem Sofa sitzen und ein gutes Buch lesen oder mit Freunden zu verbringen. Das ist mit Sicherheit reine Freizeit. Und da glaube ich, in der Unterscheidung, sozusagen der Nicht-Marktarbeitszeit, da finden wir diese philosophische Unterscheidung dann tatsächlich auch implementiert in den echten, in den Messungen. Aber die Hauptunterscheidung zwischen marktlicher Arbeitszeit und nicht marktlichem Verbringen, die ist so ein bisschen quer zu dieser philosophischen Unterscheidung, würde ich sagen. Also wir haben ja dann auf dem Arbeitsmarkt eigentlich zwei Entwicklungen. Die eine, die haben wir angerissen, vielleicht nicht zu Ende diskutiert, das ist die Frage, ob das Gesamtpaket an Arbeit mehr oder weniger wird. Und die andere Frage ist nach der Qualität der Arbeit. Dass wir ja doch eigentlich beobachten, dass seit der ersten industriellen Revolution bis heute der Anzahl von Labor, von Laborare zurückgegangen ist und Fackere zugenommen hat. Und dass natürlich Fackere auch zunimmt im Zusammenhang mit den ganzen Digitalisierungsberufen, von denen also ein erheblicher Teil in Zukunft jedenfalls nicht mehr unter Laborare fallen wird, weil diese reinen Laborare-Tätigkeiten im Digitalen nun tatsächlich von Maschinen gemacht werden kann. Das heißt also, dass die Anforderung an die Kreativität der Arbeitenden in sehr vielen Bereichen, nicht nur in der Digitalwirtschaft, steigt. Genauso natürlich in dem gesamten Bereich der Unterhaltung bis hin zu Pflege und was weiß ich was. Ja? Eigeninitiative, selbstgestaltete Arbeit und so, das sind ja Forderungen, die früher für ganz wenige Berufe galten und die immer breiter in die Gesellschaft Einzug halten. Um möglichst viele selbstbestimmte, kreative Menschen hervorzubringen, findet der Ökonom das Bildungssystem in den USA oder in Deutschland dafür gut geeignet? Das ist natürlich jetzt ein weiteres großes Fass. Das Bildungssystem in den USA ist natürlich sehr heterogen, das muss man sagen. Es ist eher, und insofern glaube ich, dass das US-Bildungssystem schon einen entscheidenden Vorteil hat, obwohl das deutsche System in der Vergangenheit gute Dienste geleistet hat. Und das ist, was Ökonomen mit der Unterscheidung spezielles Humankapital und allgemeines Humankapital bezeichnen. Das deutsche System ist tendenziell
stärker im Bereich des speziellen Humankapitals. Was meine ich damit? Also das ist zum Beispiel das duale Ausbildungssystem. Was übrigens die Amerikaner eine Zeit lang sehr interessant fanden, und Obama zum Beispiel hat da sich, die Obama-Administration damals hat da sich deutsche Spezialisten eingeladen und hat sich das angeguckt und hat sich da beraten lassen. Und da gibt es durchaus auch Entwicklungen, und vielleicht ist die Antwort am Ende, dass man beides irgendwie braucht, und unterschiedliche Leute brauchen beides. Aber das deutsche System ist sehr gut darin, so Leute früh zu sortieren und dann ganz speziell auszubilden. Also dann hat man eben einen Feinmechatroniker, keine Ahnung, da gibt es dann noch irgendeine Qualifizierung, die der hat, der dann super spezialisiert ist und der gerade für diese, sagen wir mal, sehr spezialisierten Exportindustrien, mit denen Deutschland ja das hat zum deutschen Wirtschaftsmodell natürlich gut gepasst. Die Frage ist allerdings tatsächlich, ob in einem System stärkeren Wandels und immer höherer Kreativität sozusagen diese sehr große Spezialisierung, die natürlich zunächst mal einen Vorteil hat, weil da gibt es Spezialisierungsgewinne, Arbeitsteilungsgewinne, und das hat eben die deutsche Exportindustrie so jahrelang tatsächlich auch erfolgreich gemacht. Während das amerikanische System, da hat man Leute sehr schnell ins College gesteckt, in alle möglichen Colleges, und die College-Ausbildung ist mit Sicherheit am oberen Ende, im Grunde genommen das einzige verbleibende System, vielleicht mit Oxford und Cambridge mal noch abgesehen als Spezialfall, wo sozusagen diese alte deutsche humboldtianische Ideal einer möglichst breiten Ausbildung, einer Lehreinheit von Forschung und Lehre tatsächlich noch gelebt wird. Also die amerikanischen Spitzenuniversitäten in Harvard, die leisten sich im Prinzip dieses sehr, sehr, sagen wir mal, dieses fast bürgerschaftliche Bild, also im Grunde genommen Erziehung zum Staatsbürger, ja, im Grunde genommen. Das gilt nicht für alle Colleges, dann gibt's sozusagen Abstufungen. Aber das ist sozusagen an der Spitze. Aber selbst im niedriger qualifizierten Bereich ist es so, dass da eher auf allgemeine Fertigkeiten gesetzt wird. Es gibt tatsächlich inzwischen auch Spezialcolleges für Schweißerausbildung und sowas, die dann eher dem deutschen Modell entsprechen. Aber sehr, sehr viel Anteil ist eben auch die amerikanische Highschool ist ja dem schon. Also das Nichttrennen der Kinder. Alle lernen ja zusammen bis zur 12. Klasse. Da gibt es dann am Ende dann schon Spezialisierung, so ähnlich bei uns in der gymnasialen Oberstufe, in, sagen wir mal, Leistungskurse und Orientierungskurse oder wie das damals, so hieß es jedenfalls bei mir. Also das gibt schon, aber im Grunde genommen ist die Idee, möglichst breit allgemein auszubilden bis hoch ins College, um eben einfach sozusagen eine Workforce zu haben, die einfach nur allgemein ausgebildet ist, um dann schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Und bisher waren die Wirtschaftsmodelle schon so, dass die Amerikaner eher neidisch waren auf das Deutsche. Gerade weil, man hat sich eben angeguckt, wie toll bei Mercedes dieser ganz spezielle Zerspannungsmechaniker ganz bestimmte Dinge machen konnte, die in Amerika keiner die Qualifikation hatte, überhaupt zu machen. Ja. Die Frage ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch nach wie vor, und das wissen wir auch noch nicht, diese Messe ist auch noch nicht gelesen, ob möglicherweise das amerikanische System breiter auszubilden, Lernen zum Lernen, vielleicht am Ende sogar überlegen ist. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Als wir angefangen haben in Yale, als ich da mein PhD angefangen hat, das erste Jahr des PhD-Programms in Economics in den USA ist sehr, sehr technisch. Also sehr mathematisch und sehr, sehr technisch. Und wir hatten da Amerikaner, also das waren so ein paar Amerikaner, und dann ist es sehr international, da waren Russen, Chinesen und die Deutschen. Und am Anfang, als es nur dieses Problemlösen, als es dieses Lösen von Problemen galt, da haben die Amerikaner uns immer beneidet, und die Deutschen und vor allem die Chinesen und die Russen, die waren da immer super aus, die hatten die Mathematik, alles super, die konnten diese Problem-Sets einfach nur lösen. Aber nach einem halben Jahr haben die Amerikaner aufgeholt, weil die einfach das Lernen, die haben gelernt zu lernen. Und später, wenn es dann um kreative Forschungsfreiheit, also wenn man dann in die Dissertationsphase ging und sich Forschungsthemen ausdenken musste, waren die Amerikaner mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar einigen überlegen, die nur gelernt hatten, immer nur diese Probleme zu lösen, diese vorgefertigten Probleme zu lösen. Also ja, vielleicht haben die Amerikaner da durchaus, das Problem ist in Amerika halt die große Ungleichheit im Bildungssystem. Die Frage ist, ob das
ob das genug zu sozusagen genug Amerikanern davon profitieren können, wie wir das gerne in Deutschland sehen würden für eine etwas gleichere Gesellschaft. Da wir ja keinen Spezialtalk über Bildung machen, so spannend das jetzt ist, so viele Fragen ich daran habe, würde ich gerne auf einen großen Themenkomplex noch eingehen, der es bestimmt wert ist, mit Ihnen ausführlich besprochen zu werden. Sie haben es am Anfang angedeutet, als Sie den Begriff Umlagesystem in den Mund genommen haben. Wenn wir uns die Veränderung der Arbeitsgesellschaft ansehen, sei es auf der einen Seite zu den möglicherweise noch zu erwartenden Langzeitfolgen der Digitalisierung, wenn Implementierung mal seriell erfolgreich ist und dann vielleicht tatsächlich bei Banken, bei Versicherungen, in Verwaltungen und so weiter ein erheblicher Teil von Arbeitsstellen abgebaut werden könnte. Gleichzeitig haben wir das demografische Problem, ja, das natürlich massiv zu Buche schlägt. Dann stoßen wir, und ich glaube, die Aussage, die ich jetzt mache, ist noch Konsens, ja, an die Grenzen unseres Umlagesystems. Also 1957 wurde ein Rentensystem in Deutschland erfunden, der sogenannte Schreiberplan, von der Adenauer-Regierung in etwas abgeschwächter Form übernommen. Und der sieht eben vor, dass die jetzigen Generationen die Generationen davor finanzieren, das heißt deren Rente finanzieren. Das ist das große Geheimnis des Umlagesystems. Eine unglaublich tolle Erfolgsgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland, sehr viel besser als die von Bismarck mal eingeführte kapitalgedeckte Rente, die hochrisikoreich war, vor allen Dingen, weil die Zeiten turbulent waren, Inflation, Erster Weltkrieg und so weiter. Also eine tolle Erfolgsgeschichte. Absolut. Jetzt wissen wir aber auch, jede schöne Erfolgsgeschichte geht irgendwann mal zu Ende. Aber sie hatte eine Bedingung, die Bevölkerung musste wachsen. Ja, und Adenauer hat es ja angeblich gesagt, Kinder kriegen die Leute immer. Ja. Ja, also sie muss zumindest gleich bleiben. Ja, und war ziemlich sicher, das würde gelingen. Und tatsächlich ist mit wachsendem Wohlstand die Bevölkerung erstmal für längere Zeit zurückgegangen. Das war nicht in dem System implementiert. Kürzere Arbeitszeiten waren darin auch nicht vorgesehen, dass die Leute irgendwann dann früher in Rente gehen und so weiter, war nicht vorgesehen. Das heißt also, ganz viele Veränderungen des Arbeitsmarktes waren darin nicht implementiert. So, jetzt haben wir heute die Situation, die man sich gar nicht dramatisch genug vorstellen kann. Finanziert wird die Rente von dem, was die Arbeitgeber und Arbeitnehmer abdrücken müssen. Aber das reicht nicht. Der deutsche Staat bezuschusst seine Rentenkassen bei einem durchschnittlichen Haushalt von inzwischen fast an die 400 Milliarden im Jahr mit 100 Milliarden Euro. Jeder vierte Euro, die dem deutschen Staat zur Verfügung geht, geht nicht in die Finanzierung, sondern in die Bezuschussung der Rente. Tendenz dramatisch steigend, sodass man sich also vorstellen kann, wenn die meisten, die jetzt hier sitzen und Anfang 20 sind, mal in Rente gehen, dann sind wir wahrscheinlich in einer 1:1-Situation, dass also ein Arbeitender die Rente für eine Person erwirtschaften muss. Und da ist auf den ersten Blick natürlich sofort zu sehen, das klappt überhaupt nicht. Dieses System ist komplett an die Wand gefahren. In dem Punkt sind sich alle einig. Und das Spannende ist nun, was ist die Lösung? Tja, also ich würde auch das analytisch trennen wollen. Und zwar, wenn das rein aus demografischen Gründen wäre und wir jetzt von der AI-Geschichte und den Beschäftigungseffekten von Automatisierung mal abstrahieren. Und dann können wir ins andere Extrem gehen und sagen, wenn das rein durch Automatisierung getrieben ist. Aber analytisch würde ich es trennen. Also wenn es rein demografisch ist, dann gibt es natürlich nur ganz wenige Stellschrauben. Aber ich würde, also mit anderen Worten, man kann Beiträge erhöhen, man kann länger arbeiten oder man kann eben Sozialleistungen senken. Eine Sache muss man der Fairness halber aber auch sagen, da sind natürlich auch legitime Steuerzuzahlungen drin, für das, weil wir eben die Rentenversicherung nicht nur als Versicherungsleistung sehen, sondern eben als Instrument der Umverteilung. Also da werden auch politische Ziele mitverfolgt, die eben aus absolut richtigen Gründen ja nicht beim Beitragszahler sein sollten. Es gibt ja keinen Grund, warum beamtete Professoren zum Beispiel, wenn man schon eine Mütterrente will, und da können wir drüber streiten, aber wenn man eine Mütterrente aus sozialpolitischen Gründen will, dann sollen auch beamtete Professoren dazu beitragen über ihre Steuern. Ja? Also das ist legitim, aber es stimmt schon, ein großer Teil ist tatsächlich, muss zugeschossen werden, weil ansonsten das System fehlt. Also es gibt noch eine kleine Stellschraube, die SPD ja versucht hat zu implementieren, auch im letzten Wahlprogramm, nämlich die Erwerbsbeteiligung. Nicht die Erwerbsbeteiligung, die ist relativ hoch, aber die Stundenanzahl in dem Fall tatsächlich der Frauen zu erhöhen. Wir haben durchaus im Steuersystem Verzerrungen in Deutschland, die es
die dazu führen, dass der Geringverdiener einen Anreiz hat, nicht so viel zu arbeiten wie der höhere Verdiener. Und das ist eben das Ehegattensplitting. Das ist eine politische Entscheidung, die man ändern könnte. Ich sage nicht, dass das jetzt die totale Lösung ist. Aber es ist schon noch, es wird immer sozusagen ein Mix aus Maßnahmen brauchen. Also da könnte man schon noch was machen. Das kann sich übrigens auch mal umdrehen. Es ist also historisch bedingt, dass das hauptsächlich die Frauen immer noch sind, weil die typischerweise einen geringeren Verdienst haben. In Amerika ist es aber schon so, dass, weil die seit etwa 10 Jahren, glaube ich, ist die Mehrzahl der Universitätsstudenten ist weiblich. Das heißt, der weibliche Lohnvorteil wird auch gesamtwirtschaftlich demnächst eher an die Frauen gehen. Dann würde sich das umdrehen. Also in Deutschland würde sich das dann umdrehen und eher die Männer weniger arbeiten als die Frauen. Also das ist noch, das will man aber nicht. Aber das würde das Ehegattensplitting eben auch machen. Das ist also sozusagen, was das geschlechtermäßig angeht, im Prinzip symmetrisch, aber aus historischen Gründen sozusagen trifft es hauptsächlich die Frauen. Das ist die eine Sache, mit der man noch was tun kann, sozusagen ohne jetzt die große Reform zu machen. Die zweite Sache, die man sozusagen weiterführen kann, ist natürlich Migration. Auch das wird nicht das Gesamtproblem lösen, aber sozusagen Migration wird dabei helfen, das Problem weniger schlimm zu machen. Und dann glaube ich, am Ende des Tages wird es nur eine vertretbare Möglichkeit geben, eine sozial- und berufsdifferenzierte Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Also wie gesagt, wenn wir es nicht durch KI und AI schaffen, sozusagen in dem einfach Arbeit einzusparen, das ist nochmal der ganze, aber wenn wir jetzt sozusagen in der Welt bleiben, die wir sind, nur älter werden, ja, dann wird es um eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird man nicht herumkommen. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also warum soll ich zum Beispiel nicht bis 70 arbeiten? Ja, Sie vielleicht. Ja, also jetzt kommen wir in die Kontroverse. Ja. Ja. Aber der Punkt ist ja, gerade unsere Arbeitswelt, haben wir ja schon festgestellt, ändert sich ja, dass immer mehr Jobs mehr Fackere als Laborare sind und auch in dem Sinne dann vielleicht zumutbar ist, einfach auch länger zu arbeiten. Ja, zumutbar, das würde ich schon sagen. Übrigens haben wir vergessen, in der Krise unserer Rentenversicherung noch einen anderen Faktor reinzubringen. Es ist ja nicht nur die Demografie alleine, sondern ein ganz, ganz wesentlicher Grund, warum unsere Rentenkassen leer sind, ist, weil wir die wunderbare Chance haben, alle viel älter zu werden als früher. Also wir kriegen viel länger Rente gezahlt. Genau. Und das sind ja alles wunderbare Entwicklungen, genau, die wir da haben. Genau. Also ich fand vieles von dem, was Sie gesagt haben, völlig plausibel. Jetzt kommt der eher zum ersten Mal, dass wir so in so eine Dissensgeschichte reinkommen. Weil ich fand so die Vorschläge, die Sie gemacht haben, das war für mich so ein bisschen Schönheitschirurgie am krebskranken Patienten. Also ich habe so das Gefühl, damit kriegen wir das nicht hin. Warum denken wir nicht fundamentaler darüber nach, dass wir zum Beispiel überlegen, vielleicht müssten die Leute, die nicht arbeiten und nicht mehr arbeiten, aus anderen Töpfen finanziert werden? Ja, klar. Absolut. Warum müssen immer die Arbeitenden die Nichtarbeitenden bezahlen? Ich meine, wir kommen ins zweite Maschinenzeitalter. Jetzt müssen wir doch darüber nachdenken, warum die Arbeitsleistung von Maschinen, wie man das macht, können wir gleich darüber diskutieren, nicht genauso mit einbeziehen wie die Arbeitsleistungen von Menschen. Was ist mit den Fantastilliarden, die an den Börsen verdient werden? Können wir da nicht irgendwie an dieses Geld rankommen und das sozusagen in andere Kanäle speisen? Also die Frage ist, ob wir aus dem Rahmen nicht ausbrechen müssen, weil wir innerhalb dieses Rahmens, wie wir bisher Rente finanzieren, eigentlich keine Chance mehr haben, das Modell noch zu retten. Und da bin ich natürlich gespannt auf Ihre Visionen. Wir machen ja jedes Jahr eine große Utopiekonferenz. Da werden sehr große Ideen diskutiert. Und jetzt bin ich gespannt auf die sehr großen Ideen eines Ökonomen, wie wir aus diesem engen Korsett der Finanzierung der Rente rauskommen. Gut, da bin ich natürlich wie Schmidt Schnauze und sage, als Ökonom, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, aber nicht zum Ökonomen. Ja. Schon klar. Aber deswegen sage ich, ich will es analytisch trennen. Also wenn das sozusagen die Automatisierung beschäftigungsneutral ist, dann kann man mit diesen Stellschrauben hat man eine Chance, dass man durchkommt. Ja, also das wollte ich nur gesagt haben. Ob das sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. So, jetzt kommen wir zum, es kann ja so sein, jetzt nehmen wir mal das Extremszenario tatsächlich an, dass Maschinen uns die menschliche Arbeit weitgehend ökonomisch, im ökonomischen Sinne redundant machen, also mit anderen Worten, dass... In großen Bereichen. Nicht im Kindergarten und so. Genau, ja. Aber in großen Bereichen. Ach so, übrigens, das werde ich noch sagen,
Sie haben mal beim Podcast mit Markus Lanz gesagt, Musiker und so weiter zum Beispiel werden von der AI überhaupt nicht betroffen werden. Aber das fand ich nicht glaubwürdig, ehrlich gesagt. Gerade in dem Bereich scheint mir, und zwar was so Standardmusik, so Filmmusik komponieren. Ja, was Standard anbelangt, habe ich das. Nee, also alles, was von der Stange ist. Aber ich glaube, kann AI in Zukunft schneller und billiger machen. Bereich. Auch kreative Musiker arbeiten letztlich im Bereich oder verdienen ihre Brötchen damit, dass sie zum Beispiel Filmmusik komponieren. Und da wird es natürlich bei ganz großen künstlerischen Hollywood-Produktionen werden das weiterhin Menschen machen. Aber bei so B-Movie-Produktionen wird das die AI machen, bin ich mir ziemlich sicher. Für einen Tatort reicht. Für einen Tatort. Da haben Sie recht. Genau. Haben Sie recht. So wird es passieren. Aber das nur eine Nebenbemerkung, weil mir das ist mir noch eingefallen. Wo war ich jetzt? Genau. Also jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir tatsächlich diese ökonomische Redundanz bekommen. Also dass unsere Menschen zu nur noch zu Löhnen zu beschäftigen wären, die wirklich ans Subsistenzlevel gehen würden. Wie gesagt, die Grenze ist aus kulturellen Gründen das kulturelle Existenzminimum ist natürlich höher. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir natürlich in der Tat, glaube ich, dann auch über ein Grundeinkommen, ein unbedingtes Grundeinkommen nachdenken, wenn das der Fall ist. Aber wie gesagt, erstens ist es empirisch noch nicht klar, dass das der Fall ist. Zweitens ist es noch nicht klar, dass wir AI nicht so regulieren können, dass es nicht der Fall sein wird. Und dann kann man noch die Frage, wollen wir es überhaupt regulieren? Das ist nochmal die andere Frage. Ne? Genau, das sind so dann die analytischen Stufen, die man durchgehen muss. Jetzt nehmen wir mal an, wir sind da und dann ist es völlig klar, dass wir neue Staatseinnahmenquellen bekommen. Da kann man, also meine, ich bin ja ein großer Fan von einer Bodenwertsteuer. Ja, also Land zu besteuern, vor allen Dingen Landgewinne zu besteuern. Und was wir sehen, das ist ein Großteil der, das ist jetzt ein anderes Fass, das man aufmachen kann, ein Großteil der Vermögensungleichheit oder der Anstieg des Vermögens, der Vermögensungleichheit und vor allem übrigens auch der Spreizung von privaten Vermögen und dem Wert von öffentlichen Vermögen, kann man eigentlich darauf zurückführen, dass dass zunächst mal die öffentliche Hand viel an Land und Immobilien verkauft hat in den letzten Jahrzehnten und der private Sektor eben nicht und der private Sektor aber massive Landpreisgewinne hat. Und es gibt eigentlich fast nichts Unverdienteres in dem Sinne, wenn man es philosophisch oder ethisch einordnen will, sind im Prinzip Landpreisgewinne, weil da tut der eins, dass überhaupt keine Leistung dahinter steckt. Im Gegenteil, typischerweise, wenn Landpreise nach oben gehen, sind das eben Bodenpreise nach oben gehen, es ist das typischerweise sogar eine Investition der öffentlichen Hand, also die da, keine Ahnung, die da dafür sorgt, dass da ein schnelles Internet da ist und gute Schulen drumherum sind, vielleicht eine gute Universität oder auch eine gute Fachhochschule im ländlichen Bereich. Da wird der Baugrund teurer. Genau, ja. Da wird der Baugrund teurer. Das sind völlig unverdiente Gewinne von Leuten, die entsprechenden... Und wie wollen Sie da konkret ran? Also jetzt bin ich ganz neugierig. Naja, diese Gewinne kann man ja abschöpfen, die kann man ja besteuern. Mhm. Ja? Das geht dann aber auch, sagen wir mal, wenn jemand kauft ein Haus und 10 Jahre später haben sich die Mieten verdreifacht, weil er das im richtigen Bezirk gemacht hat, Düsseldorfer Innenstadt oder Hamburg oder München und so weiter, auch da? Ja, absolut, absolut. Mhm. Man kann ja mal anfangen mit, man kann dann, wenn man das, man muss da ja nicht gleich mit Oma ihr klein Häuschen anfangen, auch klar. Man kann ja da mal mit, sagen wir mal, mit investiven Gewinnen, also wo eben Land eben aus Investitionsgründen gehalten wird. Und warum finden wir das gut oder warum finden Ökonomen diese Bodenwertsteuer gut? Einerseits, weil sie unheimlich effizient ist. Das ist eine Steuer, der man eigentlich nicht entfliehen kann. Ja, also mit der Einkommensteuer kann man entfliehen, indem man weniger arbeitet. Natürlich nicht ganz, man muss halt irgendwo herbekommen, aber man kann einfach weniger arbeiten. Man kann Projekte nicht annehmen zum Beispiel. Der Konsumsteuer kann man auch bedingt entfliehen, indem man weniger konsumiert. Ja, natürlich nur bedingt, das ist schon richtig. Aber der Bodenwertsteuer kann man eigentlich überhaupt nicht entfliehen, weil irgendjemand muss am Ende dieses Land ja halten. Irgendjemand gehört dieses Land. Und wenn man es nicht verkaufen kann, dann muss man es trotzdem, dann bleibt es halt bei mir, dann muss ich diese Steuer zahlen. Also das ist der erste Grund, die ist unglaublich effizient. Das heißt, sie verzerrt ökonomische Aktivität so gut wie überhaupt nicht.
Und der zweite Grund, ich denke auch, dass sie einigermaßen verteilungsgerecht ist, weil diese Landgewinne typischerweise bei eher reichen Leuten anschlagen. Also das ist so, das wäre so ein fundamentales Visionär, das sind wir noch nicht. Das werden wir auch politisch jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren durchkriegen, sowas. Aber wer ist alles dagegen? Also so viele reiche Leute, die damit Gewinne machen, gibt es nicht. Wieso ist dann die politische Lobby gegen diese Steuer so stark? Na, sehen wir doch bei der Erbschaftssteuer, warum gibt es da auch noch große... zunächst mal, vielleicht ja durchaus zu Recht, wird dann auch argumentiert, also zunächst mal die ganzen Eigenheimbesitzer werden dagegen sein. Selbst wenn man die erstmal rausnimmt, ist natürlich klar, dass dann man politisch da sozusagen Kapital rausschlagen kann und sagen, ja, den Sozen ist nicht zu trauen, in der nächsten Legislaturperiode, bei der nächsten Krise kommt es dann auch auf die kleinen Eigenheimbesitzer und so weiter. Also da kann man natürlich unglaublich Kapital rausschlagen. Also Sie würden hingehen und würden die Eigenheimbesitzer da rauslassen und würden sagen, erst ab einer bestimmten Betragsgröße. Das ist eine politische Implementationsfrage, ja. wie man das machen will. Da müssen wir noch mal genauer drüber nachdenken. Wie gesagt, da will man nicht nur reine ökonomische Theorie, sondern will man auch über politökonomische Fragen nachdenken. Aber das wäre so eine tatsächlich so eine radikale. Ich bin auch durchaus für eine Finanztransaktionssteuer zu haben, die Sie ja gerne favorisieren. Da gibt es auch gute Gründe, dass wir zum Teil zu viel Handel haben, Ineffizienz, zu viel Handel in bestimmten Finanzmärkten. Auch da kann man sich durchaus vorstellen. Das ist halt schwieriger und das ist der Charme von der Bodenwertsteuer. Bodenwertsteuer kann man national machen. Da muss man sich überhaupt, weil der Boden ist ja da, das ist ja der Witz. Eine Kapitalertragsteuer, Finanzsteuern, da kann derjenige, der sich damit bedroht fühlt, immer drohen, ich wandere ins Ausland ab und wenn ich dann keine internationalen Verträge habe, dann stehe ich vielleicht als Hochsteuerland in dem Bereich dumm da. Beim Boden geht das nicht. Ich kann ja nicht mein Grundstück physisch. Was ist mit dem dritten Vorschlag, dass ich sage, ich verbillige Arbeit, ja, für die Unternehmer, genauso viel für die Arbeiter. Ich senke also die Lohnnebenkosten. Werde aber auf der anderen Seite die Gewinnsteuern der Unternehmen erhöhen. Das wäre so eine sehr indirekte Form von Maschinensteuer. Weil jetzt die Arbeitsleistung der Maschinen stärker zu Buche fällt als bisher, weil die Arbeitsleistung des Menschen nicht deutlich höher veranschlagt wird als die der Maschine. Ich gucke mir einfach die gesamte Bilanz an, gucke, wie viel sind insgesamt erwirtschaftet worden, wie hoch sind die Gewinne. Und die Gewinne werden jetzt höher besteuert als vorher, dafür wird die Arbeit verbilligt. Was halten Sie davon? Das hat Grenzen, das kann man sicher machen, aber da haben wir genau die Grenzen. Wenn wir da kein internationales Abkommen haben, ist natürlich die Abwanderungsdrohung schon immer da, das ist klar. Und dann kommt es darauf an, sind diese Unternehmer im Zweifelsfall mobiler oder die Arbeitnehmer mobiler? Und da ist natürlich der Unternehmer immer im Vorteil. Es muss ja im Zweifelsfall gar nicht so ein Riesenunterschied für den Unternehmer sein, weil für ihn werden ja die arbeitenden Menschen günstiger. Ja, klar, aber was ihn interessiert am Ende des Tages, ja, sicher, ist der Profit. Und das kommt dann drauf an, wer das trägt, aber er kann natürlich auch es kann natürlich sein, dass dann sozusagen auch Arbeit entsprechend, wenn die günstiger werden, kann sein, dass er Arbeit nachfragt, mehr Arbeit nachfragt, also es gibt dann so Gleichgewichtseffekte, die dann den Bruttolohn wieder steigen lassen, sodass das je nachdem, wie das Arbeitsangebot und die Arbeitnachfrage zusammenspielen, wird er nicht den gesamten Reibach da machen. Aber und dann kommt es eben doch drauf an, wie es am Ende sozusagen deine Bottomline ist, was der Profit. Wie gesagt, ich bin nicht kategorisch gegen höhere Profitsteuern. Nur da muss man immer darauf achten, dass man eben ökonomische Aktivität nicht zu sehr vernichtet. Klammer auf, ich glaube, das Problem ist ein bisschen weniger geworden, weil natürlich Unternehmen inzwischen auch durchaus negative Erfahrungen natürlich mit Offshoring gemacht haben. Und gerade in so einer Welt, die eben jetzt unsicherer geworden ist, naja, wo sollen sie denn hingehen? Ja, man kann noch ein bisschen vielleicht in Europa, aber so nach Russland will man nicht mehr. Und ob man noch in Zukunft so sehr nach China will, ich glaube, die sind noch nicht ganz aufgewacht, werden aber demnächst da aufwachen. China wird natürlich, das ist ein hochriskantes Profit. Ich glaube, weiß nicht, ob wir jetzt noch eine China-Diskussion aufmachen wollen, aber viel wird da noch getragen von einem Gefühl bei den Unternehmern, dass die Politik uns im Zweifel dann doch wieder raushaut, ja, wenn solche Investments schiefgehen.
Und wenn da aber die Politik, und Habeck hat es ja so ein bisschen angedeutet, dass das eben nicht mehr der Fall sein soll, wenn die Politik da glaubwürdiger ist, werden diese Investitionen natürlich super riskant. Also mit anderen Worten, was ich sagen will, die Verlagerungsbereitschaft ist deutlich geringer geworden, vermutlich, als sie nochmal in den 90er oder in den Anfang der 2000er Jahre war. Insofern kann man da schon was machen. Idealerweise macht man es natürlich, wie es, und insofern ist es völlig richtig, was ja die Biden-Administration und Scholz auch zusammen gemacht haben, indem man halt eine globale Mindestbesteuerung, dass man da mal anfängt und dass man dann eben diese, dann kann man ja mal gucken, dann kann man die Schraube ja mal andrehen im Zweifel und kann gucken, welche Nachteile man dann hat. Und letztlich ist es eine empirische Frage dann. Wir sind jetzt bei der globalen Perspektive angekommen. Sie sind im Augenblick sehr stark mit dem Thema befasst. Da haben wir am Ende jetzt noch die Chance, quasi einen Ausblick zu wagen. Ja? Und im Augenblick scheint es ja so zu sein, nachdem Francis Fukuyama das Ende der Geschichte verkündet hat und wir dachten, die meisten Menschen jedenfalls dachten, nach dem Ende des Kalten Krieges, jetzt kommt das Zeitalter des Global Village, also das Zeitalter der Globalisierung, eine multipolare Weltordnung, die durch den Aufstieg von China, von Indien, vielleicht auch irgendwann Brasilien, vielleicht irgendwann eines befreiten Iran und so weiter möglich ist, dass wir eine neue große Weltordnung kriegen, in der so etwas wie Handel und Wandel ineinander spielt. Das war jedenfalls die große Vision, vor der wir standen. Im Augenblick redet davon keiner mehr. Die multipolare Weltordnung wird kommen, aber im Augenblick gibt es sozusagen eine Wolke, die sich vor diese Sonne, nicht mehr als Utopie, eher als Dystopie, ja, eine Wolke, die sich davor schiebt und eben, dass man so aus das amerikanische Narrativ eigentlich sagt, wir müssen uns einrichten auf eine Zeit Demokratien, westliche Demokratien gegen Autokratien. Das wird jetzt sozusagen die Herausforderung werden. Das ist, wenn es stimmen sollte, eine vernichtende Botschaft für die Fortschrittsgeschichte der Menschheit, weil das bedeutet die Rückkehr des Kalten Krieges, das bedeutet, dass irrsinnig viel Geld, was in der Produktion, im Sozialsystem und so weiter gebraucht wird, in die Rüstung geht, was ja letztlich alles verlorenes Geld ist, ja, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das heißt, wäre alles ein unglaublich gigantischer Rückschritt, wäre auch keine gute Nachricht im Hinblick auf den Klimawandel, Produktion von Waffen, jedes Munitionslager, das in der Ukraine hochgeht und so weiter, CO2-Ausschuss. Also es ist ja im Augenblick alles eine ganz, ganz, ganz finstere Perspektive und meine Hoffnung geht ja immer darauf, dieses Gespenst muss ja irgendwann relativ schnell wieder weg. Ja, sonst kommen wir in Teufels Küche. Haben Sie die Hoffnung, dass wir zu diesen positiven Visionen, die vor dem 24. Februar des letzten Jahres noch im Raum standen, in absehbarer Zeit eine Chance haben, zurückzukommen? Und was müssten wir dafür tun? Ich weiß nicht, ob wir da im Westen allzu viel dafür tun können, weil wir eben gesehen haben, wir haben Putin, denke ich, falsch eingeschätzt. Ich denke auch, dass wir immer noch nicht begriffen haben, was Xi Jinping bedeutet für China und die Welt. Nämlich im Grunde genommen ein Aufkündigen des alten, der Denkdoktrin, die gesagt hat, mir ist es letztlich egal, wer ist die Farbe des Katzenfells ist, solange die Katze die Mäuse fängt. Ich würde Xi Jinping als Neo-Maoist bezeichnen, also mit anderen Worten als jemand, wo Ideologie und Doktrin über Wachstum und sozusagen den impliziten Kontrakt gestellt wird. Also früher war der Deal ja der chinesischen Führung mit der aufstrebenden Mittelklasse. Wir sorgen für Wachstum, ihr werdet immer reicher und dafür haltet ihr politisch schön still. Das war eben der implizite Vertrag. Das hat auch gut funktioniert. Und mit so einem China, so einem pragmatischen China könnte ich mir, gerade weil es die Mittelklasse irgendwann oder auch jetzt schon natürlich unter den ganzen Umweltproblemen und so weiter leidet, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man da zum Beispiel das Klimaproblem stärker lösen kann. Jetzt scheint mir aber tatsächlich der Fall zu sein, dass China, man hat es schon bei Corona gesehen, wie die ideologisch vorgegangen wurde. China hat sich nicht denken, glaube ich, hätte einfach irgendwann das westliche Vakzin dann halt importiert. Und das hätte man dann irgendwie verschleiert und das wäre dann aus irgendwelchen vielleicht anderen Kanälen irgendwie doch nach China gekommen und so weiter. Der hätte auch die westlichen Medikamente eingekauft. Das wäre alles, das hätte man vielleicht nicht zugegeben, aber das wäre irgendwie funktioniert. Das hätte irgendwie funktioniert, aber die chinesische Führung hat, und das ist so ein Anzeichen für mich halt gewesen, hat sozusagen den gesunden Menschenverstand, jeglichen Pragmatismus vermissen lassen, was die Corona-Bekämpfung angeht. Dann hat man plötzlich
aufgemacht, dann hat man nach dem Parteitag hat man es dann plötzlich aufgemacht mit unklaren Wirkungen. Wir wissen gar nicht, wie sehr überlastet möglicherweise das Krankensystem ist. Also das, und gleichzeitig hat man Corona dann eben genutzt, ein massives Überwachungssystem. Hatte man ja schon vorher. Hatte man schon vorher, aber das hat man noch ausgebaut, massiv ausgebaut. Und ich traue so einem Regime einfach nicht zu, tatsächlich wirklich zukunftsfähig zu sein, weil man jetzt eben diesen impliziten Kontrakt mit der chinesischen Mittelschicht aufgeben kann, indem man ihn mit Totalitarismus und Überwachung ersetzt. Ob die Chinesen sich das langfristig gefallen lassen werden, das muss man dann sehen. Ist auch nicht so, als ob diese Überwachung so wahnsinnig gut funktionieren würde. Ich hatte das Vergnügen, mit einem China-Kenner meine letzte Sendung zu machen. Der die jetzt übrigens anders einschätzt. Ne? Also der sieht in Xi Jinping keinen Neo-Maoisten, sondern einen völlig ideologiefreien Menschen, der sagt, der Kommunismus und der Konfuzianismus werden da zusammengepappt und vermengt, um einen Gemeinsinn in der Bevölkerung zu schaffen, damit das Land nicht auseinanderfliegt. Ja. Also der dieses Narrativ nicht teilt. Aber gut, vermutlich also, weder Sie noch ich wissen das so ganz, ganz genau. Also die Frage war ja größer. Genau. Also mit anderen Worten, wir haben eine negative Nachricht über Putin bekommen, über Russland. Wir haben eine negative Nachricht über China bekommen, glaube ich, wo nicht klar ist, wie da weiterhin sozusagen eine internationale Kooperation oder nicht mehr so einfach offensichtlich ist, wie die internationale Kooperation geht. Also das sind die negativen Nachrichten. Ich würde aber mal was anderes sagen. Das Positive, ich glaube einfach, und das kann schiefgehen, aber ich glaube gerade, was wir gerade wegen der Notwendigkeit der Klimatransformation sehe ich eine große Chance für Afrika. Und ich glaube tatsächlich, dass Europa das viel stärker nutzen musste. Insofern fand ich gut, dass Scholz tatsächlich, da wurde er auch für kritisiert dann, das war glaube ich im April letzten Jahres, mitten so im Ukraine-Krieg, da war er noch gar nicht in Kiew, da ist er irgendwie nach Afrika gefahren. Und da ist er auch für kritisiert worden, dass wir da jetzt auch Gas ausbeuten und so weiter. Aber ich glaube, die EU müsste, und zwar warum Afrika? Naja, weil Afrika zunächst mal von Sonne gesegnet ist. Afrika hat einfach einen natürlichen Reichtum im Grunde genommen von erneuerbaren Energien. Auch noch von anderen Dingen übrigens. Also was seltene Erden angeht, was auch noch Gas angeht und so weiter und so fort. Es ist richtig, dass in der Vergangenheit Staaten, die gesegnet worden sind oder gesegnet waren mit sozusagen Ressourcenreichtum, sich eher undemokratisch und eher autokratisch entwickelt haben. Stichwort Saudi-Arabien, das ist der Klasse, die Dutch Disease und sie die ganze Korruption. Sie können auch in Afrika sagen, je mehr Bodenschätze die Länder haben, umso schlimmer sieht es dort aus. Stimmt. Zentralafrikanische Republik, richtig. Kongo, Südafrika die und Frage so weiter. Die Frage ist, ob durch den dezentralen Charakter der Solarenergie, ob das weiterhin so sein muss. Also wird dann der namibische Staat da sozusagen die Farmen zentral betreiben oder ist das eine Möglichkeit für den namibischen Bauer, möglicherweise mit entsprechender europäischer Hilfe, Entwicklungshilfe, das viel dezentraler zu machen, diese Produktion, diese Sonnenfarmen. Selbes gilt für die Staaten um die Sahara herum oder in der Sahara. Ja? Da hat man ja viel Platz, Solarpanels aufzustellen. Also das ist die Frage. Vielleicht sollte man da auch in Europa, und ich glaube einfach, letztlich, ob das funktionieren wird, kann niemand sagen. Aber ich glaube, die Europäer, übrigens auch, weil China, wenn man sich mit Diplomaten zum Beispiel unterhält, die Afrika-Erfahrung haben, und die wiederum mit afrikanischen Diplomaten und afrikanischen Regierungschefs sprechen. Die Euphorie über China in Afrika ist nicht mehr so groß, wie sie mal war. China hatte am Anfang tatsächlich den Vorteil, dass sie anders aussahen, andere Gesichter hatten als die weißen Kolonialherren. Aber China geht da brutalst vor zum Teil, ja? Stellt brutalste Bedingungen. Ja, also diese Idee, dass man, ja, China kann sein, dass sie nicht nach Menschenrechten fragen, aber die fragen nach ganz anderen Dingen, ja, und wollen sozusagen da Mikromanagement betreiben. Mit anderen Worten, ich glaube,
dass man in Afrika ein offenes Fenster hat, gerade für Europa, also unser Nachbarkontinent. Übrigens auch, was den Austausch von dann Humankapital, Bildung von afrikanischen jungen Leuten hier, die dann aber auch wieder zurückgehen sollten. Wenn man, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Afrika eine wirklich eine strategische Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe und diesen ganzen, selbst die traditionelle Entwicklungshilfe ist ja letztlich aus dem Gestus des Kolonialherrn gekommen, ja, und mit Arroganz. Und es ist völlig verständlich, warum die Afrikaner da, sagen wir mal, nicht so begeistert waren. Wenn man da echt einen Neuaufschlag findet, glaube ich, dann hat man so viele Gründe, weil jetzt endlich klar ist, dass Afrika Dinge hat, die wir nicht haben. Die Erneuerbaren und eine schier unerschöpfliche Ressource von jungen, hungrigen, gut auszubildenden Leuten haben, die wir brauchen werden. Für unsere Altersversorgung zum Beispiel. Wenn man da eine echte strategische Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe hinbekommt, dann hätten wir viel für die Menschheit getan. Ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, diskutieren wir lange und intensiv über Afrika. Ich habe da eine Menge zu sagen, das werden wir jetzt nicht machen können. Und ich will nur eine ganz kurze Antwort auf eine ganz kleine letzte Frage und dann sind wir durch. Und diese ganz kleine letzte Frage ist, wann wird die Ökonomie einsehen, dass der Begriff Humankapital nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört? Warum reden wir nicht wirklich von Menschen? Weil wir damit analytisch ja was anderes bezeichnen als Menschen, sondern eben die Fähigkeit von Menschen, bestimmte Tätigkeiten, die ökonomisch bewertet werden können. Genau, aber wir haben ja im 21. Jahrhundert gelernt, uns von vielen Begriffen zu verabschieden, die den Menschen in irgendeiner Form, in eine bestimmte Form pressen. Und das ist ja auch eine Form, in die der Mensch gepresst wird. Ist das nicht unglücklich, dass man diesen Begriff noch weiter benutzt? Also ich habe so das Gefühl, nachdem wir ja sehr viele Begriffe ausgewechselt haben, weil wir ja aus vielen unterschiedlichen Gründen sagen, die können wir heute nicht mehr benutzen. Ich finde, solche Begriffe wie Humankapital sind so langsam an der Reihe. Ja, würde ich anders sehen, weil, wie gesagt, ich habe den Überbau nicht, sondern Humankapital ist in formalen Modellen definiert und meint ganz bestimmte Dinge und mehr will ich mit dem dann auch nicht ausdrücken. Ja. Also, okay. Also wir werden uns eher an den Begriff dauerhaft gewöhnen müssen. Ja, würde ich auch. Also, als ökonomischen Fachbegriff, was vielleicht tatsächlich die Rolle ist, ist in der sozusagen Kommunikation der Ökonomen mit anderen Fachbereichen oder mit der allgemeinen Öffentlichkeit, ist das ein glücklicher Begriff. Das ist, glaube ich, eher eine Diskussion, die man haben kann. Innerhalb der ökonomischen Fachdiskussion sehe ich keine. Okay, gut. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Einen herzlichen Applaus. Rüdiger Bachmann.